Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom 29. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir spielen das Sonntagsspiel Erzgebirge Aue gegen FSV Frankfurt und mit den Frankfurtern zu Gast im Erzgebirge ist der Daniel. Hallöchen. So. Dann wollen wir. Ja, würde ich vorschlagen. Meine Erzgebirgs-Brasilianer. Gegen deine Lumpis vom Hartz-IV-Stelle. So. Vom Sportclub. So. Ich sag, der geht rein. Was hat mein Torhüter versucht? Was hat mein Torhüter versucht? Guck mal, mein Torhüter. Was hat er da versucht? Ich glaube, der wollte mir nur in den Arsch gehen. Was hat er versucht? Was versucht er da draußen? Jetzt deckelt seinen eigenen Spieler weg, wie du siehst. Ja, und der haut meinen eigenen Verteidiger weg, dass ich nicht rankomme. Cool. Der ist bestochen. Den hast du doch, da hast du doch. Die muss ich bestochen haben. Anders kann ich doch nicht so genau vorsagen, dass ich hier ein Tor mache. Das ist doch schon mit der Spielmanipulation. Ja, definitiv. Aber das ist halt FIFA, ne? Wen hast du hier gekauft? Das ist das Problem. Du spielst mit Aue. Die sind jetzt nicht bekannt dafür, dass die viel Geld haben. Ja, ich bin so innerhalb der Sportwetten manipuliert. Also mir ist egal, wer spielt. Hauptsache, Hauptsache, das richtige Ergebnis ist da. So. Oh, na super. Aber du hast aber meine komplette Mannschaft beschissen. Aber so scheiße kann man doch nicht spielen. Oh, so scheiße kann man nicht spielen. Aber scheinbar schon. Jetzt wolltest du es auch wieder sehr knapp machen. Daniel, Mensch, Kollege, was ist los? Es wäre schön, wenn außer mir auch jemand mitgelaufen wäre. Nochmal, also wir müssen jetzt nicht drüber quatschen, mit wem du da spielst. So, jetzt können wir mal rennen. Ja, super. Jetzt können wir mal rennen. Ihr Vollpfosten, wirklich. Alter. Was? Was? Was hättest du denn gemacht, wenn mein Torwart einen Assist gemacht hätte? Ich hätte mich nur noch an den Kopf gegriffen. Ich hätte auch gern. Oh ja, klar. Elfer. Elfer. Elfer, für was denn? Für was denn? Du warst. So, hier, Grätsche, da, Ball weg. Ball weg. Ja, Ball gespielt, richtig. Ich hab dich angeschossen. Sonst wär's... Du plägst dreimal Ball weg, ja klar, weil ich ihn getroffen hab. Mensch. Junge. Willst du vorsagen, dass er reingeht? Willst du mal versuchen? Es klappt ganz gut. Jetzt ist mal gemacht. Leute. Ja, den hast du sogar noch. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Abseits? Tor! Abseits. Nee. Wieso war er drinne? Das ist das zweite Mal, dass er bei dir rein ist. Hat man wieder nicht gezählt. In dem Fall hast du den Schiedsrichter bestochen.
Wett? 1A vorgelegt. Sehe ich genauso. Halbzeit. Völlig berechtigter Halbzeitpfiff. Hätte ich auch gemacht. Ich hätte mit deinem plumpen Versuch gar nicht erst angefangen. Super, den nimmt er. Überragend. Ja, das ist Zweitliga. Auf ganz geringem Niveau. Mhm. Aus. Und dann auch noch sportwetten.de. Das war aber auch gewagt, alter Schwede. Das hast du dir aber auch nicht gedacht, oder? Naja, er kommt ja trotzdem. Läuft mal einer. Alter! Also das ist irgendwie ganz eigenartig, was wir hier fabrizieren. Das ist es echt schlecht. Das war nett. Vorteil abgepfiffen, glaube ich, oder? Abseits. Nee, abseits. Ja, stimmt, was rede ich hier? Vorteil abgepfiffen. Als hätten wir das jemals in FIFA gesehen. Abseits, aber. Das war schon knapp. Das war schon sehr, sehr knapp. FIFA hat mir jetzt eine Einstellung gegeben, wo ich einen Scheiß gesehen habe. Ja, den hätte ich ruhig durchlassen müssen. Ich weiß. Das hast du nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte? Also ein Freund hätte mir geholfen. Ein Freund hätte nicht so einen scheiß Tor vorhin geschossen. Naja, das ist. Wir können dir aber nicht ewig dein Kopfballtor vorhalten. So. Boah. Ey. Nein, verdammt. Verdammt. Alle die Fahne gehoben. Ist ärgerlich. Ist ärgerlich. Oh, hallo! Ja, da hätte ich mich auch entschieden, nichts hinzugeben. Alter! Alter! Das ist da! Was denn? Oh, das Boah. Ist. War das dein erster Torschuss? Ich weiß es nicht. Nee, ich hab schon Torschuss. Alter. Boah, überragend. Ballannahme. Hoff dich über meine Ballannahme zu beschweren, sei doch lieber froh. Super. Warst du schon? Ja. Ist jetzt schon gewesen, das kam mir ein bisschen kurz vor. Ach, mir kam viel zu lang vor. Na gut, du müsstest 85 Minuten dem Rückstand hinterherhecheln. Das ist richtig. Ja, echt so ein beklapptes Tor, ey. Aber was Gutes hat es ja, dieses Tor. Aber feiert der Meister schön. Richtig. Oh, wie kann man. Ey, Mann, nur mega. Und da geht schon wieder der nächste Pokal an mich. Ah, das ist jetzt der 11. So ein schwules Tor. Das ist nicht wahr, ey. Ja, das ist. Ja, was heißt schwules Tor? Das Tor war normal. Das ist nur, wie sich dein Torwart verhalten hat. Das war ein bisschen unnormal. Wir können es hier nochmal sehen und wir achten nur auf den Torwart. Ja, wir haben auch noch einen eigenen Spieler abräumt, der vorne dran. Das ist ja das einzige wirklich Interessante an dem Tor. Naja. Oh, da kriegt er echt noch die scheiß Fuß da durch. Der hätte gepasst, der hätte gesessen, hätte er.
Das hätte durchaus sein können, aber wir werden es nie erfahren, weil du nicht getroffen hast. Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen, Daniel. Ja, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder, wenn es dann heißt, 1. FC Kaiserslautern gegen Red Bull. Ja, ich sage das so, Red Bull Leipzig. Bis dahin, Tschüssikowski. Tschüss.